Eine tolle Choreografie einfallen, sozusagen als Ansporn für Dynamo Dresden, denn in der zweiten Liga hat Aue 3 der bisherigen 4 Spiele gewonnen. Und rein in dieses Spiel vom Anpfiff weg war es eine Partie mit hoher Intensität, sehr, sehr interessant. Aue von links nach rechts. Und das ist Jan Hochscheid nach 10 Sekunden die erste Chance in diesem Spiel. Überhaupt Erzgebirge Aue, das ja in der Offensive in der zweiten Liga nicht so viel zustande gebracht hat bisher, mit einem ganz starken Start. Sie suchten den Abschluss auch aus der Distanz. Hensel aus 27 Metern prüft er den guten Wolfgang Hesel im Dresdner Tor. Dynamo hatte es schwer ins Spiel zu kommen, aber so langsam arbeiteten sie sich rein. Kombinierten gut. In der Mitte Fjell, aber da drüben ist Dedic. 20. Minute, die erste Chance in diesem Spiel nutzt Dynamo. Zlatko Dedic nach Hereingabe von Koch in der Mitte beschäftigt Fjell, Le Beau, Mendel hält zwar, aber Dedic ist dann da, trifft zum dritten Mal in dieser Saison. Emotionale Geschichte, wir blicken auf die Dynamo-Fans. Die Stimmung war klasse und auch das muss man ja in diesen Tagen betonen. Bei diesem Derby, sie war stets friedlich. Aue brauchte eine Weile, um das alles zu verdauen. Kurz vor der Pause, Ronny König und Hesel ist da. Ronny König, der ja vor der Saison auch ein Angebot von Dresden hatte, aber bei Aue eine gute Rolle spielt. Trainer Rico Schmidt sah seine Mannschaft zur Halbzeit 0-1 hinten und mit zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. In der zweiten Halbzeit Aue wieder gut aus der Kabine gekommen. Und mit Hochscheid, das war zunächst nicht gut geklärt. Und Hochscheid, der wird nicht angegriffen und trifft. 56. Minute, 1:1, das ging in Ordnung. Jan Hochscheid trifft zum Ausgleich. Ausgangspunkt ist hier diese schwache Abwehr in die Mitte. Und dann sehen sie sich uneins und am Ende trifft Hochscheid noch durch die Beine von Brejerie. Keine Chance für Hesel. Letztendlich. Also Aue belohnte sich diesmal für Einsatz, für Leidenschaft. Sie spielten konsequent nach vorne. Dresden häufig nur in der Defensive. Und Hesel, der hatte Vollbeschäftigung. Hochscheid und Kotscher mit diesen beiden guten Möglichkeiten. Selten mal war Dresden spielerisch so stark wie hier. Poté und Dedic. Und das war eine starke Aktion. Ansatzlos der Schuss von Zlatko Dedic. Eine Minute danach nur an die Latte. Aber selten tauchten sie in der Offensive so gefährlich auf, die Dynamos. Und dann machten sie auch Fehler wie diesen. Und dann ist Hochscheid wieder da. Und erneut Wolfgang Hesel, der beste Dresdner, stand heute im Tor. Und Hochscheid war derjenige, der das Auerspiel ankurbelte. Und zwar bis in die Schlussphase, 90. Minute. Da ist er plötzlich, Jan Hochscheid, 1:2. Er nutzt dieses Missverständnis von Brejerie und Hesel. Das war eigentlich harmlos, der weite Ball. Da gehen die Gelben wieder nicht richtig zur Sache. Hochscheid ist da und trifft zum 1:2 ins Tor. Es war die Entscheidung. Wieder eine Last-Minute-Niederlage für Dynamo Dresden, aber verdient, weil Aue eben bis zum Schluss auf Sieg spielte und einen starken Jan Hochscheid hatte, den wir jetzt hören. Erst hat man sie für den Ausgleichstreffer gefeiert, dann für den Siegtreffer und jetzt haben sie 3 Punkte mitgenommen, die Aue. Wie erleichtert sind sie? Ja, schon sehr erleichtert. Vor allem, jetzt haben wir endlich im Derby gewonnen. Auch noch in Dresden. Die letzten beiden Spiele haben, glaube ich, 3-1 und 3-0 verloren. Es war gut, dass wir jetzt endlich mal wieder im Derby auch in Dresden gewonnen haben. Und aber die 3 Punkte sind eigentlich wichtiger. Zuletzt hat man gesagt, da hat den Auern so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt, gerade im Abschluss. Was kam denn heute noch hinzu, außer das Glück, dass es heute so erfolgreich war? Ja, ich denke, wir haben heute von Anfang an an die gute Leistung von Frankfurt angeknüpft. In Frankfurt auch nicht die Tore gemacht. Erste Halbzeit auch nicht. Gut, im Endeffekt hat es noch gereicht. Aber daran müssen wir weiterarbeiten, dass wir unsere Chancen auch mehr nutzen. Vielen Dank. Also in der zweiten Liga geht das Derby wieder an Erzgebirge Aue. 5. Spiel, 4. Sieg für die Aue.